seinen Namen von Leuten zu erhalten. Das hat sie auch gemacht. Ja, ruft sie auf. Damit sie auch für sie kämpfen. Aquí también a la sombra. ¿Cómo se llama este? El tipo bota y la rodilla. Eso está fregado todavía. La gota, el problema es el estigma. Bálsamo. Bálsamo. Ese es para dolor de hueso. Gelenkschmerzen. Y Wambula. Wambula. Wambula es un veneno. Chutiki kuda chumi kanan hampi kai king sangwari me hukula mar kapita tsim pamshata Ich möchte gerne es mal danke dankbarkeit sein danke an alle menschen an alle menschen wer es in seine Miete. Seid dankbar zu eurer Familie, seid dankbar, entwickelt Dankbarkeit, seid dankbar für euer Leben. Die Welt braucht euch, braucht dich. Du bist Hoffnungsträger, seid ihr dessen bewusst. Schau, es ist auch eine Zeit, wo wir uns auch unseren Ängsten oder des Schmerzes stellen. Aber hab keine Angst. Du bist nicht allein. Wir sind alle miteinander verbunden. Today is the best way to exercise all what you know on a spiritual journey, all what you know on a spiritual development, all what you know about the best of yourself. Ich glaube, man spürt einen Unterschied ganz wesentlich darin, man ruht in einer tieferen Essenz. Ja. So, und es ist wirklich eine Qualität, die uns verbindet, mit einem tiefen Ort von Ruhe, Stille und vielleicht auch Urvertrauen. Wenn wir historisch schauen, in den historischen Kontext der Musiktherapie hineinschauen, das heißt, wenn wir zurückgehen etwa 1100 Jahre, dann sehen wir zum ersten Mal in den Spitälern Zentralasiens, dass Musiktherapie systematisch im Kontext der Medizin zur Anwendung kommt, neben, wie wir heute sagen würden, phytotherapeutischen Methoden, neben schon ersten Ansätzen von chirurgischen Methoden, neben sehr frühen Formen des Krankenhauswesens, wie wir es in etwa auch heute finden. Es findet in der Klinik statt, primär mal. Und da geht es, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel hernehme, in der Arbeit mit Patienten nach schweren Schädel-Hirntrauma darum. Mein Name ist Dr. Reinhard Fabisiak und ich bin Arzt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zum Weltkongress der Ganzheitsmedizin in München im Mai 2020. Ich stelle deshalb eine einfache Selbsthilfe vor, jenseits der vielen heilenden Rituale, wegen denen ja die Welt der Heiler, Ärzte und interessierten Laien zum Kongress eingeladen worden sind. Ich freue mich auf diesen Kongress. Wenn er online bleibt, ist das vielleicht ein Format, auch für die Ökologie dieser Welt. Vielen Dank, bleibt gesund.